Hallo, in diesem Video sind wir im Garten. Zuerst die Sätze. Wir sitzen, Garten, einen oder, einem Tisch. Tisch, steh, die Tassen und ein, Kaffeekanne. Neben, sitzen, Freunde und unterhalten, Und die Lösungsmöglichkeiten? A. Sich, B. C. An, D. Die, E. F. Hen, G. Auf, H. Mir, I, im und J, dem. Setzen wir ein. Wir sitzen im Garten. Wo? Dativ. Im Garten. Um einen Tisch. Um plus Akkusativ. Oder an einem Tisch. An plus Dativ. Wo? Wir sitzen im Garten um einen Tisch oder an einem Tisch. Auf dem Tisch, wo, auf dem Tisch, Dativ, stehen die Tassen. Das ist Plural, die Tassen ist das Subjekt. Und eine Kaffeekanne, ein weiteres Subjekt. Wir sitzen im Garten um einen bzw. an einem Tisch. Auf dem Tisch stehen die Tassen und eine Kaffeekanne. Neben mir, wo, Dativ, sitzen die Freunde oder sitzen Freunde, Nominativ, und unterhalten sich. Und noch einmal, wir sitzen im Garten um einen oder an einem Tisch, auf dem Tisch stehen die Tassen und eine Kaffeekanne, neben mir sitzen die Freunde oder Freunde und unterhalten sich. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann und jetzt die Wiederholung. Und außerdem wäre es schön, wenn ihr Mitglied auf dem Kanal werden würdet. Bis dann, ciao! Hallo, in diesem Video sehen wir uns ein Haus, einen Garten und einige Präpositionen dazu an.
Fangen wir an. Der Text. Punkt, 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 Punkt. Haus ist ein hübsch, Punkt, 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 Garten. Hier seht ihr bestimmt, dass man auch die Adjektivendungen einsetzen muss. Wir haben ein, Punkt, 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 Terrasse. Auf, Punkt, 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 wir, Punkt, 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 Sommer, sitzen und, Punkt, 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 Sonne genießen. Bis, Punkt, 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 Abendstunden ist, Punkt, 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 dort warm. Und die Lösungsmöglichkeiten? A. Hinter, B. Der, C. E, D. Er, E. In, F. Im, G. Es, H. Die, I. Zu und J. Dem. Setzen wir ein. Hinter dem Haus. Wo? Dativ. Hinter dem Haus. Hinter dem Haus ist ein hübscher Garten. Ein hübscher Garten, das ist Nominativ. Wir haben eine Terrasse. Akkusativ. Auf der. Feminin. Relativpronomen. Dativ. Auf der. Wir im Sommer sitzen und die Sonne, Akkusativ, genießen. Wir haben eine Terrasse, auf der wir im Sommer sitzen und die Sonne genießen. Bis in die Abendstunden ist es dort warm. Bis in die Abendstunden ist es dort warm. Und jetzt noch einmal der ganze Text. Hinter dem Haus ist ein hübscher Garten. Wir haben eine Terrasse, auf der wir im Sommer sitzen und die Sonne genießen. Bis in die Abendstunden ist es dort warm. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao! Und jetzt die Wiederholung. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch den Kanal unterstützen, dadurch, dass ihr Mitglied werdet. Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Präposition in und ihre Verwendungen an.
Zuerst der Text. In ein Monat beginnt es wärmer zu werden. Sie geht in ein Café. Dann sitzt sie Café. Sie isst nicht Eile. Dies Woche. Das heißt dies Woche hat sie viel Zeit. Und jetzt die Lösungsmöglichkeiten. A. Im, B. In, C. Den, D. Die, E. E, F. Em, G. Nichts und H. Er. Bei den Lösungsmöglichkeiten E bis H handelt es sich um Endungen. Setzen wir ein. In einem Monat, Dativ, beginnt es wärmer zu werden. Sie geht in ein Café, in ein Akkusativ, wohin Café. Dann sitzt sie im Café. Wo, Dativ, im Café. Sie ist nicht in Eile. Sie geht in ein Café, dann sitzt sie im Café, sie ist nicht in Eile. Diese Woche, das heißt, in dieser Woche hat sie viel Zeit. Diese Woche ist Akkusativ, in dieser Woche ist Dativ, bedeutet aber jeweils das Gleiche. Und jetzt noch einmal der Text. In einem Monat beginnt es wärmer zu werden. Sie geht in ein Café, dann sitzt sie im Café. Sie ist nicht in Eile. Diese Woche, das heißt in dieser Woche, hat sie viel Zeit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao. Und jetzt die Wiederholung. Hallo, in diesem Video sehen wir uns einige Präpositionen genauer an. Dazu die Artikel. Beginnen wir. Zuerst die Sätze. Er ist nicht mehr Hause, sondern schon ihr gegangen. Erst kaufte er M. Bäcker etwas Essen. Eine Kleinigkeit, den Kaffee, ihr. Und die Lösungsmöglichkeiten? A. Beim, B. Bei, C. Für,
D zur, E zu, F zum, G nichts und H an. Setzen wir ein. Er ist nicht mehr zu Hause, sondern schon zu ihr gegangen. Er ist nicht mehr zu Hause, sondern schon zu ihr gegangen. Zuerst, das heißt am Anfang, kaufte er beim Bäcker. Hier darf auf keinen Fall zum Bäcker stehen. Zu ist die Richtung. Bei ist bei einer Person, also wo. Etwas zum Essen, das heißt für das Essen. Eine Kleinigkeit für den Kaffee bei ihr. Und jetzt noch einmal. Er ist nicht mehr zu Hause, sondern schon zu ihr gegangen. Zuerst kaufte er beim Bäcker etwas zum Essen, eine Kleinigkeit für den Kaffee, bei ihr, also wo. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es so ist, dann gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao! Und jetzt die Wiederholung.